ass and turn up the ow. Hallo und herzlich willkommen, liebe MMA ohne Maske Soldaten, bei der nächsten Folge Cage Talk von Jakub und Julian, unser MMA Podcast hier auf YouTube. Cage Talk Nummer 62 und wir fangen traditionell an. Julian, wie geht's dir? Wie ist das Wetter in Bad Honnef? Oh, mir geht's erstmal gut, auch erstmal hallo von mir. das Wetter ist ganz gut, hat eben ein bisschen geregnet, aber es soll warm werden. Es soll immer wärmer werden jetzt die nächsten Tage. Und es soll auch immer wärmer werden in deiner Heimat in der Slowakei. Und da werde ich eine schöne Sommerparty feiern. Näheres dazu im weiteren Laufe des Podcasts. So. Aber erstmal, wie geht's dir? Ja, du, mir geht es soweit dem Unschön entsprechend ganz okay, sag ich mal. Ich hoffe heute auf ein gutes Internetverbindung, was bis jetzt eigentlich so einigermaßen läuft, ne? Wie du schon mal letztens gesagt hast. Die Leute sehen das nicht, wir merken das auf jeden Fall, aber ja, wenn jemand hier eine bessere Idee hat oder einen besseren Browser kennt, in den man Podcast aufnehmen konnte, schreibt uns gerne in den Kommentaren oder per Instagram eine Nachricht und wir werden das wahrscheinlich ausprobieren, weil Riverside langsam aber sicher fuckt uns, glaube ich, beide ab. Genau, bei mir viel Arbeit, das übliche. Immer halt im Geschäft vor Ort zu sein. Schönes Wetter heißt bei mir viel zu tun. Bei dir genauso, ne? Wir beide sind mittlerweile ziemlich wetterabhängig. Glaube ich, Winter wird das bei uns beiden etwas ruhiger. Ja. Okay, ja, du hast schon mal Octagon angesprochen. Octagon werden wir heute, sage ich mal, fast die ganze Folge widmen, denn Octagon 50 ist in meiner Heimat in Slowakei, in Bratislava am Start. Aber bevor wir dazu kommen, womit fangen wir heute an? Wir haben ein paar News am Start. Yes, paar News. Wir haben am 19.10. kommt The Cage, was heißt zurück, oder The Cage kommt nach Braunschweig, so kann man sagen. Die fünfte Veranstaltung von The Cage wurde praktisch verlegt von Rostock auf Braunschweig. Warum Braunschweig? Liegt einfach daran, man denkt sich zwar am ersten Blick so, hey, Braunschweig ist doch gar keine MMA-Stadt oder so. Aber aus Braunschweig kommt auf jeden Fall auch einer, der das Ganze vielleicht nicht headlinen soll, aber auf jeden Fall großer Bestandteil davon sein soll, nämlich Tom Hüllemann. Der Mann soll seinen ersten Profikampf dort bestreiten, nach langer, guter Amateurlaufbahn, nach langer Verletzung jetzt auch, wird er seinen ersten Profikampf bestreiten. Ja, erzähl du uns mal, du hast mit Tom Hüllemann schon zusammen kommentiert, was ist Tom für so ein Typ, wie schätzt du ihn ein? Sehr cooler, sehr freundlicher, sehr lustiger Typ auf jeden Fall. Das ist so, wie soll ich dir sagen, das ist so ein Typ, zum Beispiel, der kennt dich nicht, aber er versteht voll deinen Humor, ne? Also wenn man sich nicht versteht und du, ich habe ihm so quasi angetastet, am Anfang so ein, zwei so, weißt du, so blöde Witze, hat naja. Funktioniert und dann dachte ich mir, ja Mann, das wird auf jeden Fall heute ein lustiger Abend sein. Tom ist ein cooler Typ, auf jeden Fall auch guter Fighter. Und wie du schon mal gesagt hast, er trainiert tatsächlich in Magdeburg, ne, bei La Onda, bei den ganzen Jungs, kommen ursprünglich aber aus Braunschweig, wenn ich, ne, wenn wir, hat auch wenn dort wir hier richtig Gym klingen. In Braunschweig. Ja. Also, tatsächlich ja, sogar. Ja, und ich finde es sehr interessant, das nächste Start auf MMA, sag ich mal, auf MMA-Karte zu bringen. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass da eine größere Veranstaltung bis jetzt war, irgendwie in Braunschweig. Und The Cage kommt nach Braunschweig, sehr interessant. Tom Hüllemann ist das erste Name und ich glaube, wir können uns auf einige weitere Namen freuen. Denn ja, The Cage hat nicht nur Braunschweig veröffentlicht, die haben auch Balingen veröffentlicht. Da sind schon drei Namen mittlerweile bekannt. Ja, welche von den beiden Veranstaltungen wirst du besuchen? Beide. also wenn natürlich alles klappt, bin ich bei beiden, mal gucken. Aber ich glaube, Baling im November wird auch ganz besonders, weil einfach Planet Eater Hauptquartier, kann man schon sagen. Die meisten Kämpfer werden auch tatsächlich von Planet Eater sein. Tony Sipos und so weiter und so fort. Adi Saif wahrscheinlich. Robin Frank wird auch dort sein. Also ein paar interessante Namen. Ich glaube, ein bisschen mehr freue ich mich auf Baling, weil ich auch die Location schon zugeschickt bekommen habe und das soll eine sehr, sehr coole Location sein, auch wenn nicht so groß. Aber ich glaube, Braunschweig wird, glaube ich, ganz cool. Also ich glaube, The Cage macht es schon richtig, ja.
Yes, auf jeden Fall, die machen es richtig, die machen es gut. Uns gefällt die Arbeit auch von The Cage und dementsprechend sprechen wir auch in unserem Podcast immer öfters über The Cage. Ihr könnt euch selber überzeugen, wenn The Cage in eurer Nähe, irgendwo in eurer Umgebung veranstaltet, geht mal dorthin. Und ich sage euch, für die kleine Veranstaltung, weil kann man hier über kleine Veranstaltungen noch sprechen, werdet ihr von der Professionalität auf jeden Fall überrascht sein. Okay, das war The Cage und die erste Veröffentlichungen bis Ende des Jahres. Was haben wir noch am Start, Julian? Yes, wir haben nämlich einen Titelkampf für einen Deutschen, der, wie wir letzte Folge schon gesprochen haben, eigentlich noch sehr unter dem Radar läuft. Bei uns aber auch vor allen Dingen in der Pound-for-Pound-Liste sehr weit oben ist, nämlich Felix Klinghammer. Und jetzt dürft ihr euch, für alle, die ihn noch nicht kannten, könnt ihr euch am 5. September selber davon überzeugen. Ich hoffe, davon euch selber von überzeugen, nämlich er wird um den Titel bei Ares FC kämpfen. Felix Klinghammer 9 zu 0. Gegen Jefferson Gonçalves 15 zu 0 oder 15 zu 0 zu 2. Ist ein Brasilianer, hat vorher noch nicht bei Ares gekämpft, war aber bei MMA Series in Russland lange Champion. Mann. Und boah, ich bin mal gespannt. Felix war auch schon länger jetzt inaktiv. Ich weiß gar, ich glaube, wegen der Verletzung, ich bin mir gar nicht sicher. Sollte auch damals schon um den Titel kämpfen. Jetzt klappt es hoffentlich im September, 5. September ist das, also 2 Tage vor dem Octagon Oberhausen Event an einem Donnerstag. Mal gucken, wenn ich es schaffe, bin ich vielleicht vor Ort, mal sehen, was sich da arrangieren lässt. Ich hätte auf jeden Fall Bock, mal auf so eine Ares-Veranstaltung zu gehen. Ja, Felix Klinghammer gegen Gonsalves 9 zu 0 gegen 15 zu 0. Ich glaube, das wird ein ganz geiler Kampf. Ja, Mann, auf jeden Fall ein interessanter Kampf und ich hoffe, wir kriegen das hin, dass du da vor Ort sein konntest, weil ich glaube, wir werden ja in Geschichte geschrieben. Damit die erste, sage ich mal, ich glaube, vermute mal, erste deutsche Medium bei Ares Fighting auf jeden Fall dabei zu sein. Als Ja. Medium, das wäre echt sehr interessant. Ja, der Gegner von Felix Klinghammer ist 33-jähriger Brasilianer, von dem wir nicht viel wissen. Was wir wissen, hat 17 Profikämpfe, 15 Siege, zweimal Unentschieden, keine Niederlage bis jetzt. Wir hoffen natürlich, dass es sich ändert in dem Kampf gegen den Felix. Wir können sogar nicht mal laut nach Tapology sagen. Was ist das für ein Kämpfer? Ist es ein Striker? Ist es ein Grappler? Weil er hat nämlich 4 Siege durch KO, TKO, 5 Siege durch Submission und 6 Siege durch Decision. Also, sage ich mal, Allrounder mit ziemlich gutem Cardio. Wir werden mal sehen, was er gegen Felix Klinghammer bringen wird. Aber wir hoffen natürlich für Deutschland, dass Felix seinen Titel bei Ares Fighting gewinnt. Und ja, und dementsprechend steigt er wieder mal um ein paar Plätze bei uns in unseren Pound-for-Pound-Liste, vermutlich. Okay, so viel zum Ares Fighting. Wir gehen zum nächsten News des Tages. Was gibt's da noch? Ich weiß gar nicht, haben wir noch was? Hast du noch was in deinem Repertoire? Oder wollen wir direkt zu Octagon springen? Ja, habe ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es so perfekt hier reinpasst, weil wir machen so einen deutschen Content. Aber hast du das mit dem Alex Pereira mitbekommen? Weil du bist ein riesen Alex Pereira-Fan seit neuem. Nein? Was meinst du? Also, guck mal, bevor Alex Pereira, es gibt so diesen Russen, ich habe seinen Namen jetzt gerade mal vergessen. Bevor der Alex zu UFC ging, hat er quasi seinen Titel verloren bei Glory, ne, gegen einen Russen. Ach so. Und der Russe hat seine MMA-Debüt gegeben. Und ich glaube, das war sein erster Kampf. Und irgendwie denkt er schon an den Kampf gegen Alex Pereira. Ich habe da so ein paar Kommentare mitbekommen und mir da auch angeschaut. Und Er meint so, den Pereira kann man entzaubern. Ich dachte, du hast da was mitbekommen. Also es ist wahrscheinlich der Nächste, der irgendwie aus der Glory kommt und möchte ziemlich weit nach oben schaffen. Das wäre echt interessant. Genau. Der Mann heißt nämlich Artem Vakitov. Steht Bakitov, aktuell korrekt. 2 zu 1 im MMA. Hat seinen ersten Kampf verloren durch Verletzung. Hat jetzt zwei Kämpfe sehr schnell gewonnen. Ja, soweit ich weiß, kommt er auch bald in die UFC. Bin ich mal gespannt. Aber ich habe letztens noch was gesehen, nämlich ein alter Gegner von Alex Pereira, nämlich Yusri Belgaraui, heißt er, glaube ich. Und der hat nämlich auch gegen Alex Pereira gewonnen und ist sehr, ziemlich, ziemlich vielversprechend aktuell bei Levels Fight League gerade unterwegs. Steht 7 zu 3.
Hat zuletzt in seinem letzten Kampf Ahmed Sami durch Punkte gewonnen. Der sollte ja damals gegen Engizek kämpfen und hat seinen nächsten Kampf im September bei der Contender Series und könnte bald auch in die UFC kommen. Aber ist, glaube ich, im Weltergewicht yes. unterwegs. Also keine Gefahr, nur einfach so am Rande. Keine Ahnung, wie wir jetzt darauf gekommen sind. Aber ja. Ich meinte nur, sein letzter Gegner von Glory, wo der seinen Titel verloren hat, wird wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres bei Dana White Contender Series am Start sein, wie du schon mal gesagt hast. Und er möchte auf jeden Fall zum Alex Pereira kommen. Der meinte so, ja, ich habe dich schon mal besiegt, besiege ich dich nochmal in MMA. Und das wäre echt eine sehr interessante Geschichte. Ich sage nicht, dass es so geschehen muss, ne? Aber stell dir sowas mal vor. Ne? Also es ist alles... wie mit Adesanya, aber nur umgedreht einfach. Ja, Mann. Genau. Richtig. Ja, und ein New hätte ich noch. Ich weiß nicht, wiefern das die deutsche MMA-Fans interessiert oder ob die das mitbekommen haben. Aber es ist in Planung Veg versus Vemola 3. Der Vemola hat gerade mal einen Vertrag unterschrieben mit Octagon für weitere 2 Jahre. Es ist ja nicht nur für Kämpfen, sondern er erledigt mittlerweile so eine mediale Arbeit für Octagon. Er macht Interviews mit den Kämpfern von den Fights. Ich finde, diese Rolle steht ihm auch sehr gut, denn er hat auch selber eigenen Podcast und der Carlos kann wirklich sehr gut reden. Deshalb feiere ich auch seine neue Position bei Octagon. Und was der Pavol Neruda aber verraten hat, es wird wahrscheinlich 2025 Richtung Sommer passieren. Also höchstwahrscheinlich wieder ein Stadion, denn die beiden Jungs haben ziemlich hohe Erwartungen, was das Gehalt angeht, und die müssen das alles vernünftig ausrechnen. Die sollen so viel boxen. Zum News. Die sollen nein, Mann. Boxen. Nein. Von diesen Filmen sind wir raus. Boxen ist out. So, ich würde sagen, das war's mit News. Kommen wir einfach zur Summer Party von Octagon dieses Wochenende in Slowakei in Bratislava in so einem Open-Air-Stadion, nicht Stadion, Halle, die man öffnen kann, zumachen kann. Ich denke, sie wird offen sein, also das heißt, es wird Open-Air sein, weil es soll ja über 30 Grad werden an dem Tag. Sonne scheint, alles drum und dran. Ich freue mich wirklich sehr, es ist ja wirklich so eine Sommerparty. Es wird krass sein. Ich freue mich unfassbar drauf, es sind verdammt geile Kämpfe. Dementsprechend werde ich Samstagmorgen mal rüberfliegen, mal mir das Ganze mal angucken, euch berichten. Deswegen lasst hier schon mal ein Follow da, um vielleicht ein paar Interviews nicht zu verpassen. Geht auf Insta, lasst ein Follow da und so weiter und so fort. Da werde ich euch mitnehmen. Und ja, kommen wir einfach direkt zum ersten Kampf, oder wir geben wieder unsere Predictions ab und gucken wieder, wer recht hatte. Ja, allerdings, ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Nur mal kurz dazu zu sagen, Peugeot Arena, ich glaube, es ist eine Kapazität von... Lass mich nicht lügen, so 5000 Zuschauer oder so, 5,5 könnte sein, Maximum 6. Es ist eine kleine, kompakte Halle. Wie du schon mal gesagt hast, es wird so eine Sommerparty mäßig sein. Also ich kann mir vorstellen, dass die Neruda und Novotny da irgendwie mit Sandalen, kurze Hosen und offenen Händen rumlaufen werden. Irgendwo noch mit so einem Papagei auf dem Arm. Könnte ich mir ruhig vorstellen. aber muss man ehrlich sagen, denn ich habe sehr viele Infos auch aus der Slowakei, dieses Event verkauft sich sehr schwer und sehr schlecht. Es sind schon bestimmt so 4000 Tickets verkauft, aber es geht nicht so schnell, wie man sich das vorstellt, ne, in Deutschland und so weiter und so fort. Man muss bedenken, Octagon hat sehr viel Zeit und Geld investiert in den deutschen Markt und auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen und ein wenig auch die slowakische Publikum vernachlässigt. Und deshalb vermute ich mal, ist es auch so. Nichtsdestotrotz, wir unterstützen das Ganze und wir alle, arme Menschen, ziehen uns Pay-Per-View rein. Julian, du kannst natürlich vor Ort sein, du bist der reiche Typ von uns beiden. Und Octagon kommt in meine Heimat. Und ich sag's dir, oder du weißt es besser, die Events in Tschechien und Slowakei sind ein bisschen anders wie in Deutschland. Das ist halt so. Und Open Air, das ist schon mal eine ganz andere Nummer. Dann lass uns mal auf jeden Fall mit der Fightcard starten. Yes, wir haben im ersten Kampf haben wir Veronika Smolkova gegen Jovana Dukic in den Free Prelims. Smolkova habe ich tatsächlich schon gesehen. Hat aber, glaube ich, da verloren in dem Kampf, wenn ich mich nicht täusche. Gute Muay Thai-Kämpferin, Standkämpferin. Jovana Dukic hat, steht, glaube ich, 1:1. Ist eine Serbin.
weiß ich nicht viel drüber. Hat auch nicht so viel Social Media mit am Hut, glaube ich. Also schon direkt abgecheckt, ja. Ich informiere mich über die Kämpfer ganz, ganz sportlich. Ja, genau. Und also ich denke, das wird ein Dominanz-Sieg für Smolkova tatsächlich werden. Was denkst du über den Kampf? Ja, glaube ich auch. Veronika Smolkova ist ein upcoming Star bei uns. Die hat eine gute Karriere beim Muay Thai, kann man sagen, ja, absolviert. Kommt aus Dracula Gym, das ist der beste Muay Thai und Thai Boxen Gym in Slowakei. Und ja, sie sollte auf jeden Fall gegen Jovana Dukic gewinnen. Den letzten Kampf war sie auch nicht weit von Niederlage und hat sie dann durch eine Submission, glaube ich, verloren. Das ist ganz unglücklich. Ja. Und ja, die ist die nächste, wirklich. Der reicht einfach, 2-3 Kämpfe zu gewinnen. Und die sieht auch noch gut aus. Dementsprechend erfüllt sie alle Aspekten, in Slowakei ein Star zu sein, ja, und ein gutes Leben zu führen mit dem MMA-Sport. Sowas wie Gabor Burarusch, weißt du, der war auch nicht der, sag ich mal, der krasseste, beste Kämpfer. Aber er sah interessant aus und dementsprechend hat er auch ziemlich gutes Leben gelebt, bis vor kurzem noch. Yes, machen wir weiter. Also, gehen wir beide mit Smolkova, korrekt? Yes, yes, yes. Sehr gut. Machen wir weiter. Milan Datelinka gegen Andrei Raschka. Erzähl uns mehr darüber. Ich glaube, über die kannst du ein bisschen mehr erzählen als ich. Hörst du mich? Ich habe dich nichts gehört. Jetzt nochmal. Also, nochmal, sage ich es nochmal. Nämlich nächster Kampf, Raschka gegen Datelinka. Ich glaube, du kannst uns mehr darüber erzählen, sind beide, sag ich mal, ja, Jungs aus deiner Heimat. Erzähl mal ein bisschen mehr über die. Yes, also die beiden Jungs haben aufeinander, die haben nicht aufeinander getroffen, die beiden Jungs haben gemeinsame Geschichte, denn die waren beide bei Octagon Challenge. Der Datelinka war in erster Staffel, Raschka in der zweiten. Und Milan Datelinka kämpfte schon mal bei Octagon, war aber irgendwie unzufrieden damals, kämpfte auch gegen Carlos Vimola tatsächlich um den Titel bei Octagon bis 84 Kilogramm damals, war wirklich auf eine gute Siegesserie nach der Niederlage gegen Vimola, hatte die Faden verloren, wechselte zu RFA und jetzt kehrt er zurück in Bratislava, möchte er sein Comeback zu feiern, beide stehen. Also einer 9-7 gegen 10-8, die suchen sich keine Gegner aus, die kämpfen jeden und ich glaube, das könnte wirklich ein guter Kampf sein. Denn Andrei Raschka kann man von dem Kampf von Jamie Cordero kennen. Jamie Cordero hat Andrei Raschka besiegt und ich glaube, das wird ein guter Kampf. Aber ich habe den Raschka verfolgt und seine Vorbereitung verfolgt. Er hat die Vorbereitung auch teilweise in Bratislava mit Attila Weg absolviert oder er war sein Sparringpartner. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn Milan Datelinka sich vernünftig vorbereitet, kann er den Raschka besiegen. Deshalb gehe ich mit meinem slowakischen Bre. Also du gehst mit Datelinka oder was? Ja, und du gehst mit Raschka. Na Mist, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken natürlich gemacht. Ich bin auch auf Datelinkas Seite. Keine Ahnung, vielleicht ist noch dieser K.O. gegen Cordero noch so im Kopf. Deswegen gehe ich auf jeden Fall auch mit Datelinka. Du hast eigentlich alles gut zusammengefasst. Aber muss man sagen, was Andrei Raschka besser kann, er hat die Kondition. Ne? Also Andrei Raschka, glaube ich, er wird tatsächlich für die 3 Runden vorbereitet. Datelinka glaube ich tatsächlich nicht. Ne? Aber Datelinka, seine Vorteile sind, wenn er dich trifft, er ist kein Puncher, so wie Cordero, aber wenn er trifft, er hat so diesen Biss, weißt du, er hört dann nicht mehr auf. Und da sehe ich, sage ich mal, bis erste 1,5 Runde größere Chancen für Datelinka. Und nach, sage ich mal, 2 Runden Raschka, wegen Kondition, weil Datelinka war konditionell nie gut vorbereitet. Trotzdem gehe ich mit ihm. Yes, okay, dann bin ich bei dir. Nächster Kampf, praktisch vom Main Event in die Prelims gerutscht. Jonas Magath gegen Josh Hill. Ich weiß ehrlich nicht, warum der Kampf so weit unten ist. Also doch, ich weiß es schon, weil es halt keinen interessiert jetzt mehr. Da ist was anderes im Hintergrund passiert, aber ich habe tatsächlich nicht genau herausgefunden, was, und ich möchte hier auch keinen Scheiß erzählen. Aber so wie ich mitbekommen habe, hatte Jonas Magath ziemlich, ziemlich sauer den Andrei Novotny gemacht. Vielleicht würde ihm da einen anderen Kampf angeboten, keine Ahnung, wie auch immer, aber ja. Ja, auf jeden Fall kein Titelkampf mehr für Jonas Magath, sondern gegen Josh Hill, einen neuen Gegner, weil Lima in die UFC ist. Josh Hill hat schon bei Bellator gekämpft, das ist extrem, extrem erfahren, Kanadier. Ich weiß gar nicht, wie steht er? Lass mich gerade einmal nachgucken. Ich
glaube, er hat aber auch schon über 20 Siege. 22-6. 22-6, also man sieht, er ist sehr, sehr erfahren. Bei Bellator schon gekämpft und so weiter und so fort. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was für ein Kämpfer er ist. Glaube ich, ein guter Allrounder, wenn ich mich nicht täusche. Eigentlich ähnlich wie Magath auch. Magath auch sehr, sehr stark im Stand, aber auch am Boden echt gefährlich. Von daher könnte, ich glaube, es könnte technisch eines der besten Duelle tatsächlich auf der Card sein. Lass ich mich gerne überraschen. Aber ich, boah. Aber ich mag Magath und deswegen gehe ich auch mit Magath. Ja, Mann, also 59% seiner Siege und 83% seiner Niederlage gingen durch Decision. Das heißt, der Typ hat, Erfahrungen, wie du schon mal gesagt hast, Bellator, aber auch nicht nur das halt, diese Erfahrung im Käfig, diese Zeit im Käfig, die er verbracht hat, spielt für ihn auf jeden Fall. Aber Magath haben wir, wann haben wir den letztens gesehen? War das der Kampf gegen Lima auf Stranice letztes Jahres? Ne, gegen Cartwright im Januar, glaube ich. Stimmt, korrekt, ja. Und wenn er so kämpft wie gegen Cartwright, ich glaube, der hat Chancen zu gewinnen. Und sogar, ich sage auch, ich gehe mit Magath, obwohl ich kein Magath-Fan bin. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich von dem Josh Hill erwarten soll, weil man weiß, er ist ein guter, aber so tatsächlich seinen Kampf habe ich mir noch nie angeschaut. Ja, ah, geht mir tatsächlich ähnlich. Deswegen gehen wir auch wieder beide mit Magath. Das kann ja irgendwo nicht da sein. Machen wir weiter mit Radek Ruja gegen Marco Novak. Auch hier darfst du wieder ein bisschen was erzählen. Beides auch recht junge Typen und beides, glaube ich, eher Standfighter. Was? Ja, korrekt. Beide kommen aus der Muay Thai-Szene. Der Novak hat 2 Siege in Folge quasi in MMA. Einmal bei Octagon 50 und einmal Hanuman Cup 47. Er kämpfte schon mal gegen Dennis Ilbay, nicht so weit zurück. Was war das? Octagon 46 in Frankfurter Festhalle war das. Da hat der Novak verloren, aber trotzdem, meiner Meinung nach, sehr guter Kampf geliefert gegen Dennis Ilbay. Und nach 2 Runden sah es sehr gefährlich für den Ilbay aus. Der hat das in 3. Runde gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Radek Rozsa, ein wilder, junger Kerl, der zu MMA gewechselt hat letztes Jahr. Und hat 2 Kämpfe und 2 Siege auf seinem Konto. Kämpfte zum Beispiel gegen Arman Herzeg, absolut unsympathischer Ehre. Und dann gegen Callum Parker bei Octagon 51. Genau, jetzt gegen Novak. Novak ist auf jeden Fall deutlich größer, ne? Kann man auf jeden Fall sagen. Ja, deutlich größer, aber der Rozsal ist super aggressiv, super explosiv. Wirklich, er erinnert mich in manchen Phasen einfach an losen Keter. Ich weiß nicht warum. So wirklich, dass der. Okay, er hat kein. Aber weißt du, so diese Explosivität meine ich nur, dass der mich damit auf den Keter erinnert. Ich würde tatsächlich mit Novak gehen, aber hier, sag mein Kopf, Radek Rozsal wird den Kampf wieder knapp, Kampf für sich selber entscheiden. Ja, auch seine Walkouts sind immer besonders von Radek Rozsa, also bin ich mal gespannt. Aber auch dieses Mal bin ich wieder bei dir und sage auch Radek Rozsa wird das Ding tatsächlich machen, ja. Wir sind uns bisher noch sehr, sehr ähnlich. Aber das gefällt mir überhaupt nicht. Aber im nächsten Kampf, es wird ein Kampf, ich freue mich auf den Kampf am meisten. Und zwar im Mittelgewicht, das Mittelgewichtsdebüt von Andreas Michailidis gegen den ehemaligen Interim-Champion Piotr Wawrzyniak. Mein Kumpel Piotr kämpft mal wieder. Ich mag den Kerl ohne Witz. Ich weiß nicht warum. Aber das kam, glaube ich, einfach durch den Namen, weil ich den Namen nie aussprechen konnte. Jetzt kann ich es mittlerweile. Super sympathischer Kerl auch. Gegen Andreas Michailidis. Weltergewicht. Tippspot Game Changer Finale. Oder Finalist eher gesagt. Super starker Typ. Technisch unfassbar stark. Auch verdammt guter Allrounder. Verdammt harte Hände im Stand, aber auch am Boden. Wie man gegen Bojan Blitz. Ah, ne, der hat gegen Blitzkowicz verloren. Ich wollte gerade sagen, wie kämpft er gegen Kinz? Ja. Michailidis. Ah, Michailidis, Auch trotzdem gut am Boden, hat zum Beispiel Grabinski getappt. Also, und Wawrzyniak auch verdammt harte Hände. Und auch eigentlich am Boden gar nicht so schlecht. Gib mir mal deine Einschätzung. Du hast eigentlich alles Wichtiges gesagt. Der Michailidis ist aber, finde ich, hat deutlich bessere Kämpfer in seiner Karriere schon mal gekämpft, was aber absolut nichts heißen muss. Ne? Dass da an diesem Tag bei den beiden entscheidet die Tagesform. Piotr Wawrzyniak hat absolut nichts zu verlieren.
Er hat sich super präsentiert bei seinem letzten Kampf gegen Patrick Kinzel und hat Patrick Kinzel wirklich schlecht ausgesehen hat. Ne? Also er hat ihm wirklich, der hat ihn in solche Enge getrieben bei dem Kampf, wo ich schon dachte, mein Gott, was ist da jetzt los? Also er hat mich wirklich im letzten Kampf überzeugt, aber trotzdem glaube ich, dass Michalidis dieses Kampf kontrolliert gewinnt durch 3 Runden. Also mein Herz würde mit Piotr Wawrzyniak tatsächlich gehen, aber mit Kopf gehe ich bei Michalidis und ich glaube, hier werden sich zum ersten Mal unsere Wege trennen, oder Julian? Auf jeden Fall. Ich gehe tatsächlich mit Wawrzyniak. Ich sag, der hat die harten Fäuste dafür, um Michalidis tatsächlich vorzeitig zu besiegen. Er kann es auch auf dem Boden verlagern, das haben wir auch gegen Chepo gesehen. Ja, ich gehe mit Wawrzyniak. Aber es wird der Kampf, auf den ich mich auf jeden Fall am meisten freue. Ja, Mann, ey, die Fightcard ist einfach nur brutal. Du musst bedenken, also wirklich, die Fightcard sieht richtig krass aus. Also was für Kämpfe da stattfinden, das ist der Wahnsinn. Also nicht nur aus tschechoslowakischer Sicht, ne, so allgemein Oktagon. Überleg mal, Wawrzyniak versus Michalidis in Bratislava. Wow, Alter. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kommen wir auf die Maincard. Radovan Uškart gegen Nietzsche. Peter Kniže. Oder so. Ich dachte, das K lässt man weg, aber okay. Erzähl uns einfach mehr über die beiden. Ja, über die beiden. Peter Monster Kniže ist eine absolute Legende. Es ist der Trainer von. Mensch. Der wechselt er jetzt zu Octagon. Ich habe seinen Namen vergessen. Mahmud Muradov. Also. Genau. Besitzer von Monster Gym. Der hat alle gute Jungs schon mal für die Kämpfe vorbereitet, wie zum Beispiel Carlos Vemola, Mahmud Muradov, Fiala und so weiter und so fort. Radovan Uškart war in gleiche Octagon Challenge wie Raška und Pirat. Der war mit Pirat im Finale. Ich weiß nicht, ob du das weißt tatsächlich. Ja, das habe ich. Octagon Challenge. Alle sagen, der ist Elite Striker, aber alle Menschen vergessen, der Typ ist einfach Ringer. Also er hat ringerisches Background. Klar, er kann ballern. Ich würde mal sagen, Radovan Uškart, Čepo und Mazuch, das sind die drei Typen, die möchtest du in Slowakei nicht irgendwo abends auf der Straße treffen, weil das sind absolute Killer, was die in Hände haben. Also ich kenne keine weiteren Leute. Habe ich da jemanden ausgelassen? Čepo, Mazuch, Uškart? Ja, das passt schon ganz gut auf jeden Fall. Alter Schwede. Und die Typen trainieren sogar manchmal zusammen. Und überleg mal, wie der Sparring aussehen muss. Die gehen alle mit der Gehirnerschütterung nach Hause wahrscheinlich. Radovan Uškart, Allrounder, Peter Kniže, zwar, wie alt ist der? Ich glaube, der ist 45 oder so. Ja, irgendwie so. Ja, der kämpfte tatsächlich schon mal auch um den Titel, ne? 46, überleg mal. Natürlich. Er ernährt sich nur aus Roh-Lebensmittel, das ist so ein Punkt bei ihm, ne? Der achtet wirklich auf seine Ernährung und alle nennen ihn Stein, weil die meinen, ey, egal, du haust ihm weg oder du haust gegen ihn und dich tut einfach alles weh, er ist hart wie Stein, er hält sich fit, es wird kein einfacher Kampf sein, aber ich glaube, Uškart wird das Ding machen und zwar nach Punkten. Ja, ich gehe tatsächlich auch mit Uškart, um ehrlich zu sein. Ich denke sogar vorzeitig, weil 46 ist halt einfach, du kannst hart sein, wie du willst. Aber schreib ihn bitte nicht ab, der Typ ist anders. Du kannst hart sein, wie du willst, aber es geht ja auch um deine Reaktion und so weiter und so fort. Und weißt du, der hat Behinderung, ne, Kniže? Er kann seine Beine nicht ausstrecken. Krass. Also nicht ausstrecken, Entschuldigung, er kann sie nicht umknicken. Er hat eine Verletzung damals an Knie gehabt, hat es nicht behandelt, das ist ein harter, harter Hund. Ne? Er hat das damals nicht behandelt und der läuft mit, also der kann das Knie gar nicht beugen. Null. Krass. Auf einem Bein. Ne? Und wenn er dich mit diesem Bein trifft, dann denkst du, ey, du stirbst bald. Also ich sag mal, das wird ein knapper Sieg für Uškart. Ja, okay, aber ich gehe auch mit Uškart. Sehr gut. Dann machen wir weiter mit Lucia Shabova gegen Aitana Alvarez. Lucia Shabova 7-0. Seit, weiß ich nicht, schon ein paar Jahren eigentlich eine der besten Frauenkämpferinnen aus der Slowakei in ihrer Gewichtsklasse. Aitana Alvarez ist nicht schlecht, glaube ich, 7-5 oder so. Hat schon ein paar gute Leute geschlagen, auch zuletzt. 6-5. Gegen wen hat sie zuletzt bei Octagon gewonnen? Ich weiß gar nicht. Wer Aitana Alvarez, meinst du? Ja.
Hat sie nicht schon im Octagon gekämpft? Die hat gegen Megan Morris gekämpft. Das ist genau, die Mädel, genau. Gegen der die Smolkova verloren hat. Genau. Also keine schlechte auf jeden Fall. Aber wenn man ehrlich ist, ich glaube nicht, dass man was anderes erwarten kann, als dass Lucia Šabová dominant gewinnt. Vor allen Dingen sie in der Slowakei ist immer auch noch was Besonderes. Ich habe sie da schon gesehen letztes Jahr und alle lieben sie auch. Also ich gehe von einem Sieg auf jeden Fall aus. Eine sehr sympathische Kämpferin, mittlerweile auch schon Mutter, die Lucia Šabová. Ja. Steht 7-0. Ich glaube, da steht nichts im Wege. Zwar steht im Wege Alvarez, ne? Aber ich glaube, Lucia, die ist auch so eine Stand-Up-Fighterin. Also in Slowakei haben wir sehr viele gute Stand-Up-Fighter, die aber ziemlich gut in MMA wechseln können, lernen schnell Boden. Und Lucia hat einige Kämpfe schon durch Submission gewonnen. Und zwar durch Armbar gewonnen. Alle vier, ne? Ja. Submission waren Armbar. Und ich sag dir ehrlich, hier erwarte ich auch ein Armbar. Ich weiß nicht warum. Die kann das verdammt gut, wirklich. Die kann das so Ronda verstecken Rousey. Und dann. Ronda Rousey aus Slowakei. Schwör's dir, also. Und die ist noch nicht so alt. Die steht jetzt 7-0. Wenn sie die Gegnerin jetzt besiegt, die ist 26. Also ihr stehen noch alle Wege offen. Ich glaube tatsächlich, ein, zwei Siege und die ist bei der UFC. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also wir gehen auch beide mit Šabová natürlich. Machen wir weiter mit einem Reservekampf des Tipsport Game Changer, nämlich Ivan Buki Buchinger gegen Lukas, ist richtig Lukas oder Sebastian? Mhm. Warte kurz. Lukas Rajewski, ne? Ja. Lukas Rajewski, der hat seinen ersten Kampf gegen einen Franzosen gewonnen, letztens bei Octagon nach Punkten gewonnen. Jason Bonnet. Genau, Ivan Buchinger brauchen wir gar nicht weiter eigentlich zu erläutern. Absolute Legende, vor allen Dingen aus Slowakei. Ich freue mich jetzt schon auf seinen Walk-In. Ich glaube, ich freue mich mehr auf die ganzen Walk-Ins in der Slowakei als auf die Kämpfe, wenn ich ehrlich bin. Das ist mal was Besonderes. Es wird, glaube ich, ein enger Kampf, weil der Rajewski ist nicht schlecht. Der ist eigentlich echt stark. Und aber Buchinger ist halt, wie gesagt, er ist in die Jahre gekommen. Klar, hat zuletzt einen Kampf gewonnen bei PML, hat davor aber auch gegen Ronny deutlich verloren. Boah, was für einen Buchinger erwartest du? Ich erwarte einen sehr hungrigen und sehr gut vorbereiteten Buchinger. Ich sage ehrlich, nicht nur, weil er mein Landsmann ist, aber der Ivan kann immer wirklich für Überraschung sorgen. Und wenn er sich in den Kopf nimmt, einfach sich gut zu vorbereiten, dann bereitet er sich auch gut und wird auch abliefern. Paolo Surian, sein letzter Gegner bei PML, da brauchen wir uns nicht anlügen, das war nichts. Also das, du hast gesehen, der wollte nicht kämpfen. Ich sage das offen und ehrlich, wie es ist, das war nichts. Das war eher so Aufbaugegner nach einer Niederlage gegen Ronny, weil die Niederlage gegen Ronny musste schon sehr schmerzhaft sein. Lukas Rajewski, das ist ein ganz anderer Kämpfer. Der ist aber auch mittlerweile 35, Erfahrung von KSW, kämpfte schon zum Beispiel gegen Siraj, ne? Letzten Kampf gegen Ponet war aber auch eine knappe, sag ich mal, Decision-Sieg. Wir müssen sagen, er sollte hier eigentlich gegen Vojto Barborik kämpfen, der sich erneut verletzt hat an sein Knie und musste operiert werden. Also, ich sag mal so, der Buki gewinnt vorzeitig und der wird Superboxen präsentieren. Ja, okay, dann gehe ich tatsächlich einfach mit einem Submission-Sieg für Lukas Rajewski. Also ich sage auf jeden Fall, Rajewski wird es machen. Alter. Oder knapp durch Punkte, knapp durch Punkte, sagen wir so. Ich musste das sagen gegen einen Slowaken, gegen Buchinger, von daher gehe ich mit Rajewski auf jeden Fall. Machen wir weiter mit dem Co-Main-Event, Lozain Kater gegen Petra Bogdanovic. Es ist wahrscheinlich es wird der härteste Gegner für Kater in seiner Karriere. Obwohl er schon gegen Leute wie Buchinger gekämpft hat, gegen Ronny. Aber du darfst nicht. Ronny war sein härtester Gegner. Du darfst nicht vergessen, Petra Bogdanovic ist einfach. Er ist dieser komplette Ringer. Er ist so dieser Prototyp-Ringer, der, sag ich mal, dich drei Runden komplett dominieren kann. Als Striker, obwohl man weiß, du bist der viel, viel bessere Striker, du haust die härtesten Punches, aber ich habe auch Bogdanovic ein bisschen verfolgt, jetzt die letzte Zeit auch sein Training gesehen, der Mann ist so, ich finde, der ist so confident, weil man weiß so, ey, Kater, seine größte Schwäche ist wahrscheinlich das Ringen oder der Bodenkampf und das ist seine allerstärkste, wahrscheinlich
der beste Bodenkampf im ganzen Turnier. Sag mal deine Meinung zu diesem Kampf. Und trotzdem wird Losen Keita in erster Runde durch K.O. gewinnen. Meinst du? Ich habe so ein Feeling dabei. Also du, Predrag Bogdanovic, überragender Ringer, alles schön und gut. Er ist wirklich, also er hat, guck mal, er hat guten Kampf gegen Afuka gezeigt, ne? Aber allen Respekt, Hafenin Afuka, sein Stand-up ist ja nicht auf dem Niveau wie von Losen Keita. Allerdings darf man nicht vergessen, Losen Keita, den kannst du am Boden kaum kontrollieren, wirklich. Wie willst du das machen? Also jeder, der ihn am Boden bekommen hat, der Typ ist innerhalb ein paar Sekunden aufgestanden. Okay, außer Ronny. Ronny hat ihn wirklich ziemlich lange auf dem Boden gehalten. Ne? Selbst der Sardari hat ihn nicht am Boden so lange gehalten. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht warum, Losen Keita wird vorzeitig gewinnen. Okay, vielleicht habe ich übertrieben mit erster Runde. Aber hab das Gefühl, der wird da vorzeitig gewinnen. Er möchte sich in Slowakei wieder in gutem Licht zeigen und er sieht richtig fit aus. Ich glaube, in dem Kampf in Frankfurt gegen Sardari war der nicht so hundertprozentig. Aber wenn der hundertprozentig fit ist, sollte er den Predrag Bogdanovic überrollen. Ja, also ich gehe das nicht auf. Stell dir aber vor, dass es nicht so passiert. Komm, lass uns mal spekulieren, dass der Predrag ihn wirklich auf dem Boden kontrollieren wird. Der macht langweiligster Kampf überhaupt auf der ganzen Fightcard, aber komm weiter. Naja, dann ist es so krass gefeiert halt, wird. Ja? Das ist doch egal, ihm kann es doch scheißegal sein. So in Serbien, da geht es wieder zurück und trainiert weiter. So, aber auf jeden Fall, ich bin tatsächlich, aber trotzdem, ich gehe auch trotzdem mit Keita. Ich sage mir nicht so. Du kannst auch mit Bogdanovic gehen, ist ja kein Problem. Nö, ich bleib schon mal Keita. Fanboy. Was du redest. Aber ich sag, es wird ein knapper Punktsieg tatsächlich. Ich glaube, es wird so ein ähnliches wie Sardari-Ding, glaube ich. Vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle für Bogdanovic, aber ich sag, Keita wird es knapp durchpunktet. Split Decision Sieg für Keita, ich habe das jetzt erst gehört. Aber es wird, okay. Es wird ein enges Ding, glaube ich. Es wird sehr, sehr eng. Yes, dann kommen wir zum Main Event. Ich glaube, du wirst da auch sagen, dass das ziemlich knappes Ding sein wird, denn eigentlich ist es für mich, könnte es auch wirklich Finale sein. Aber alle können im Finale stehen, die von den Jungs, die da gerade in Halbfinale oder nochmal die Viertelfinalisten sind. Das ist einfach nur Wahnsinn, was der Octagon auf die Beine gestellt hat. Mit dem Tippsport Game Changer habe ich das Gefühl, dass dieses Leichtgewicht nochmal Schippe drüber ist als letztes Jahr in Weltergewicht. Und zwar Ronald Ronny Paradeiser kämpft gegen Daniel Torres. Daniel Torres, absoluter Mörder. Also wirklich, kennst du seine Geschichte? Von Daniel Torres? Ja. Boah, ich weiß, erzähl mal, ich weiß gar nicht gerade genau. Also ich weiß nicht, ob seine Mutter oder seine beide Eltern werden vor ihm erschossen, vor seinen Augen, ne? Das weiß ich nicht. Das weiß ja, ich ja nicht. In seiner Heimat werden die beide Eltern, glaube ich, ermordet. Sogar vor seinen Augen, wenn ich mich nicht irre. Also der Typ hat eine richtig krasse Geschichte, die sollte man verfilmen und du siehst, er ist komplett den Kopf abgeklärt, also er geht killen, er geht dem Paradeiser seinen Kopf abreißen nach Slowakei, aber der Ronny, seit er in Ankos trainiert mit Jon Surdu und diese ganzen Jungs aus Polen, das ist ein ganz anderer Ronny, als der damals gegen Keita gekämpft hat, ich sag's dir, das ist ganz anderer Ronny. Also er ist deutlich härter, deutlich abgeklärter auf dem Boden. Ich glaube, physisch ist er auch deutlich stärker als vorher gewesen. Daniel Torres kämpfte in der ersten Runde gegen Vlado Lengal. Scheinbar war der da auch nicht hundertprozentig fit. Aber wer ist schon hundertprozentig fit? Du weißt, Ronny hat auch einen Covid ja. gehabt und kann man darüber sprechen, dass der gegen Attila Korkmaz nicht so beste Leistung gebracht hat. Aber ich glaube, wir werden mal Kampf sehen von zwei sehr guten Striker. Beide sind aber tatsächlich gut auf dem Boden. Worauf Ronny achten muss, er darf nicht an diese nahe Distanz zum Torres kommen. Der hat Reichweitevorteil. Er muss ihm aus von dieser Entfernung mit 1-2 und wenn er da Chance sieht, einfach losballern, Boden nehmen, clinchen. Den müde machen, weil Daniel Torres ist sehr explosiv und vor allem in erster Runde, wenn du ihm die Explosivität nimmst, dann könnte es in weiteren Runden funktionieren. Also, ich gehe mit Ronny Paradeiser, erzähl mal du, was du machst. Ja, man darf auch nicht vergessen, Torres, was für eine starke Karriere der bisher hingelegt hat, auch bei KSW, Saladin Panas ausgenockt, also das ist auch ja, das, so ein Ding. Ich möchte seine Leistung nicht schlecht reden, aber das ist schon ein bisschen so Zufall. Knockout. Ja, Zufall oder nicht, muss auch mal. Aber Sieg ist Sieg.
Zufall Correct. und Glück haben. Weißt du, was ich meine? Auch Sunny Kitz hat Glück gehabt, dass sich Keita verletzt hat. So. Kann es genauso sagen. Aber auf jeden Fall, es wird ein kranker Kampf. Du hast eigentlich das meiste schon gut gesagt. Und deswegen gehe ich auch mit Daniel Torres tatsächlich. Einfach nur, um gegen Slowaken zu sein. Nein. Landesverräter, Alter, ich schwöre. Du Nein, kriegst niemals slowakischer Pass, glaub mir. Danke, danke. Brauche ich nicht. Nein. Nein, war auch sportlich natürlich. Daniel Torres hat mehr als nur eine gute Chance gegen Ronny. Auch Ronny ist nicht unantastbar, auch jetzt nicht mehr. Und Daniel Torres ist High Level. Von daher denke ich tatsächlich, dass Daniel Torres das Ding Main Event macht, ja. Also schlechter Abend für alle Slowaken, wenn es nach mir geht. Ist immer so, du bist ungönnbar. Du gönnst nicht. Ne? Du kannst nicht gönnen. Du bist ein Fanboy. Das wissen schon alle mittlerweile hier Ach im so, Podcast. Jetzt bin ich auch Daniel Torres Fanboy, oder was? Ja, okay. Du bist ein Erfolg-Fan. Ja, wo? Es hat doch gar keiner gekämpft, hä? Nee, ich meine so allgemein. Wer gewinnt, du bist ein größter Fan. Wer verliert, sagt, pff, Alter, der kann gar nichts. So ist der Julian. Was du redest. Guck mal, ja. Ist doch immer so gewesen, schon bei Pereira-Kampf. Ah, dieses Thema mischen wir gar nicht mal auf. Guck mal, das Ding ist bei Pereira, ich bin nicht mehr Pereira-Fan. es war einfach nur das Ding, dass du Jiri-Fan bist. Weißt du, was ich meine? Das ist das Ding. Nee, du hast gesagt, ich kann mich ganz genau erinnern, wo du gesagt hast, hey, der Jiri kann den Pereira im zweiten Kampf besiegen. Dann kommen wir zur Prediction und... Wann habe ich gesagt, dass Jiri Pereira besiegt? Ich werde mir deine Aussagen mittlerweile aufnehmen hier vom Podcast und das dann zusammenschneiden, weil du versuchst immer alles nur zu verdrehen, Alter. Das geht nicht. Ja, Mann. Ey, ja. Wir haben ja die Aufnahmen. Daniel Torres gewinnt auf jeden Fall, genauso wie Keita und Rajewski, damit wir das mal haben. Fürs Protokoll. Ey, es wird ein geiles Event. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ich weiß gar nicht, ob es auf The Zone läuft. Ansonsten im Pay-Per-View. Yes. Auf Octagon wir haben TV. Vergessen zum Beispiel zu sagen, dass da auch Vlasto Cepo kämpfen sollte gegen Erhan Kartal. Und kannst du dich erinnern, was ich dir dazu geschrieben habe, wenn der Kampf veröffentlicht worden ist? Ja, ich weiß, was du mir gesagt hast, der Kampf wird nicht zustande kommen. Aber du hast gesagt, weil Kartal absagt. Jetzt hat aber Cepo abgesagt. Also. Ja, Mann. Weißt du, was mit dem Cepo eigentlich los ist? Was hat er? Der hat irgendwie so eine komische Entzündung. Er kann es selber nicht beschreiben, was es ist, weil es so ärztlich irgendwie so komisch geschrieben ist. Aber hat eine Entzündung irgendwo an sein Gelenk, an sein Schulter- und Schlüsselbeingelenk, hat er so eine Entzündung, dass er quasi, wenn er mit rechte eine trifft, ne, dann quasi schaltet er den komplett seinen Arm ab. Also er kann den Arm nicht heben, gar nicht. Also keine Deckung, nichts. Der Arm bleibt unten. Schaut euch auf jeden Fall das Event an. Schreibt doch eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, wer gewinnt die Kämpfe? Wer gewinnt Ronny oder Daniel Torres? Ja. Und Jakob oder Julian, wer gewinnt? Jakob oder Julian, ich natürlich wie immer. Und ja, ja, das ist Octagon 59. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere coole Events jetzt am Wochenende. Zum Beispiel KSW 96. Lass mich gerade einmal die Fightcard aufmachen. Ist nicht so interessant für die ganzen deutschen Zuschauer, sage ich mal. Aber für die es interessiert. Main Event Pavel Pavlak gegen Janikowski um den KSW Mittelgewichtstitel. Und dann haben wir Wozniak, ist eine bekannte Frau, glaube ich, in Polen. Dominik Humburger aus Tschechien kämpft tatsächlich. Ja, und natürlich einer der besten Freunde von Lom Ali Eskiev, Abdelkadirov, also Muslim, kämpft dort gegen Kaczynsko. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Die Nummer 8 im Lightweight. Der nämlich Abdelkadirov hat nämlich gegen Sahil Siraj verloren. Der kämpft jetzt wieder, kehrt zurück. Joa. Okay, sag mal, wird der Ahmed Abdelkadirov gegen Maciej Kaczelko gewinnen? Ich denke ja. Okay, dann gehst du mit Slowaken. Das ist sehr gut, stabil, danke. Okay. Was hast du gerade gefragt? Schau dir mal die Topologie an, was für Flagge neben Abdelkadirov steht. Das ja, aber okay, er ist ja Österreicher, so, was willst du mir erzählen?
Schau dir die Flagge an. Ich wollte ja, noch mal Joke bei bringen, Krasnoje, aber du hast nicht kapiert, Österreich. Ne? Okay, Evelina Wozniak, die ist ziemlich bekannt in Polen, hast du gesagt. Die ist ziemlich bekannt auch in Tschechoslowakei. Denn diese nette Dame hat auch bei Octagon gekämpft und sehr gut gekämpft. Die war auch nicht weit entfernt von der Titelchance. Pavel Pavlak versus Damian Janikowski, ein absoluten Knaller, was die Maincard angeht. Alter, brutaler Fight in Mittelgewicht. Dominik Humburger, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil man munkelt in Tschechien vielleicht nochmal einen Sieg und dann kriegt er die Chance bei Dana White Contender Series. Ansonsten typische, ja, sage ich mal, typische KSW Fightcard. Aber ich sehe da ziemlich einige ausländische Flaggen für KSW. Ne? Also man wird internationaler auch bei KSW langsam, aber sicher. Ja, ja, ja. Ah, wir hatten übrigens am Wochenende auch noch UFC, ne, fällt mir gerade ein. Ja. Rose gegen da Tracy Cortez. Lagen wir beide falsch. Ja, 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 tatsächlich Rose. Ich habe mir den Kampf nicht angeguckt, um ehrlich zu sein. Ich kann das nicht 5 Runden mir diesen ganzen Kampf im Nachhinein angucken. Aber ja, Rose hat's gut gemacht. Tracy Cortez, sage ich mal, vielleicht noch nicht die Erfahrung auf diesem Top-Level. Hier sind auch ein paar Augenbrauen weggeflogen während dem Kampf. Ich verstehe nicht. Ja, Mann. Auch ein paar Haare vor dem Kampf. Also die Visage ist komplett kaputt gegangen. Die ist so unattraktiv geworden nach dem Kampf. Na, aber ich verstehe nicht, warum man so diese Fake-Augenbrauen im Kampf trägt. Hä? Was ist das denn? Noch nie gesehen. Keine Ahnung. Das sind Frauen, Alter. Die möchten immer gut aussehen. Also das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Aber ein Kampf auf jeden Fall, den ich möchte ansprechen. Drew Dober gegen John Silver. Alter, was war das für ein kranker Kampf? Das war so ein. Und vor allem dieser heftige Cut von Drew Dober war schon sehr, sehr heftig. Und dieser John Silver steht jetzt 3-0 in der UFC, innerhalb von 2 Wochen 2 kranke Kämpfe gemacht. Jetzt auch noch einen über seiner Gewichtsklasse. Der Mann hat auf jeden Fall Eier und Potenzial, auf jeden Fall was abzureißen da in der UFC. Definitiv. Mal gucken, wie weit im UFC durchlässt, was für Gegner die ihm geben. Ne, denn du kannst wirklich abreisen, erst wenn du die Top-Leute zu kämpfen bekommst. Ansonsten wird es schwierig. Aber Drew Dober war schon eigentlich ein starker Gegner. So. Ja, aber meine ich so Top 20, Top 15. Ja, ja, ja. Ne? Denn du weißt, wie das mit Mateusz Gamrot war. Mateusz Gamrot, absolut Top-Fighter. Und hat es lange gedauert, bis er sich durchgekämpft hat. Jetzt kämpft er gegen Dan Hooker, ne? Übrigens in Australien. Ja, genau. Harter Kampf, hat, aber... Ja. Ja. Na gut, ich glaube, der Gambrot wird das schon machen gegen Hooker. Oder? Ja, mal sehen. Weil kann ich noch nicht einschätzen, weil das ist noch nicht so richtig offiziell. Deswegen. Aber ich würde vielleicht sogar mit Hooker gehen, aber wahrscheinlich eher mit Gamrot, ich weiß nicht. Geh mal mit Hooker, warum gehst du mit Gamrot? Geh doch mal mit. Ja, das Ding ist, Hooker ist halt auch alt, so, weißt du, was ich meine? Nein, genau. Der kommt nach einer Niederlage, oder? Schade. Hätte der den Hooker 2 Kämpfe hintereinander gewonnen, würdest du mit ihm gehen, glaube ich. Aber ich habe leider die letzten 10 Sekunden ehrlich nicht verstanden, wegen technischer Probleme, aber, also jetzt wirklich nicht. Ich wiederhole es dir, also ja, meinte ich, würde Dan Hooker letzte 2 Kämpfe gewinnen, dann würdest du wahrscheinlich mit Dan Hooker gehen. Hä, ich bin gar kein Fan von Gamrot, ne, um ehrlich zu sein. Mhm. Also irgendwie, ich mag den irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber es ist so langweilige Kämpfe irgendwie, aber Hooker macht halt geile Kämpfe. Da, ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich für Hooker, aber schwer mit Gamrot, dir, auf jeden Fall, ne? Internetverbindung stimmt nicht. Ja, das liegt immer an dir, aber naja. Ja, genau. Okay, du hast noch eine Sache vergessen bei News auf jeden Fall. Und das ist der KSW-Kampf, der heute veröffentlicht worden ist. Und zwar kämpft da der Muslim Tursaev gegen Marcin Krakowiak in Weltergewicht. Das ist in Tarnow, KSW 97. Also glaube ich, nicht glaube ich, das ist dann die nächste Veranstaltung, ja, 24. August, und Muslim wird da mit ziemlich harten Gegner zu tun bekommen, und zwar mit Nummer 5 der Gewichtsklasse. Also das ist auf jeden Fall nochmal erwähnungswert und sehr interessanter Kampf aus deutscher Hinsicht, denn Muslim repräsentiert auch Deutschland unter anderem. Yes, ich glaube, also klar, wir haben am Wochenende wieder UFC, aber ein noch langweiligerer Main Event. Was ist das? Carlos Vermola.
Und was macht er da? Was steht da? Ich kann es nicht. Was? Warte kurz. Mein Fasting Gap. Nein, er wird den Stream kommentieren. Ach so, ja, soll er machen, ist doch egal. Hast dich schon erschrocken, ja? Dass er kämpft. Ja, weil das in der Mitte sah aus wie Versus, was du mir gerade gezeigt hast. Ja, Mann. Also, ja, das wäre eine nette Überraschung, ne? Hätte richtig lange ausgehalten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben wieder über einiges gesprochen. Nächste Folge werden wir darüber sprechen, wer wieder recht hatte. Ein paar Fights waren wir doch auseinander. Ich bin mal gespannt. Boah, nächste Woche sprechen wir auch über UFC 304. Da freue ich mich schon drüber. Ja, ja, Mann. Was willst du sagen? Hey Julian, eine Frage noch. Wer ist übrigens Europameister geworden? Europameister Spanien geworden? Mhm. Tja, was willst du sagen? Aber ich gönn's den. Also besser als England. Ja, besser als England, besser als Deutschland, besser als alles, auf jeden Fall. Ja, Deutschland, also das Ding ist, eigentlich ist Deutschland Europameister, so, weil Handspiel und so, weißt du, ich meine, wir hätten Elfmeter bekommen und eigentlich Alter, sind wir jetzt auch. Nein, hättet ihr keinen Elfmeter bekommen, das... Doch, hätten wir. Okay, und wäre es kein Handball, was dann? Dann wäre das Abseits. Und sowieso wäre Deutschland. Nein, es wäre kein Abseits. Wäre kein Abseits, sicher? Zeig mir ein Bild, wo diese es gibt kein richtiges Bild. So, von daher, ich will gar nicht darüber diskutieren. Es gibt keine Beweise. Ich bin darüber hinweg. Slowakei ist gegen England rausgeflogen, oh Gott. Also schämt euch. Also von daher. Ich kann so viel dazu sagen, Spanien ist Meister, Europameister, voll verdient. Real Madrid ist den Champions League Sieger. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe Real Madrid gefragt. Ich sage das einfach nur, dass du sagst, wie Bayern scheiße ist. Ne? Ey, wenn wir schon bei Fußball sind, hast du heute mal die Präsentation von... Genau. Ja? Brauchst du ein paar Servietten zum Heulen? Erzähl weiter, guck mal, wie sauer. Ey, hast du heute das von Mbappé gesehen, die Dings da? Hab ich gesehen. Cool, ne? Macht das Bayern auch, wenn da irgendwelche Vieira kommt, aber Vierinha oder wie heißen diese Spieler, die sie da gekauft haben? Ja, bei Superstars natürlich. Bei Superstars. Bro, 200 Millionen geben die für irgendwelche Spieler aus, die kein Mensch kennt. Warum macht das Bayern? Erzähl mal. Was juckt das? Was redest du? Was willst du fest von mir? Ja, es interessiert mich einfach nur. Wir haben jetzt von Erfolgsfans. Hast du mich gerade betitelt. Du bist Real Madrid-Fan. Was willst du mir erzählen? Seit Kleinkind auf. Ja, ja, ich auch als Kleinkind auf Bayern-Fan. Hallo? Also, was willst du mir erzählen? Also. Hast du gehört? Seit Kleinkind auf bin ich Real Madrid-Fan. Aber ich fand das schon krass mit Mbappé, muss ich schon sagen. Man hat auf jeden Fall gesehen, er fühlt sich wohl. So, da ist das ihm auf jeden Fall dieses kleine Kind auch rausgekommen. Als er so ein kleines Kind war mit Trikot. Im Real Madrid-Trikot, von daher. Das ist krass. Das Ding ist, ich habe letztens eben von so einem Arbeitskollegen darüber geredet. Stell dir vor, du kommst neu zur Arbeit und so alle applaudieren, so alle erwarten dich so. Weißt du, wie krank das ist? Stell dir vor, so 85.000 Leute so applaudieren einfach für dich, wenn du so neu reinkommst zur Arbeit. Also. In Deutschland ist es eher so, du kommst neu zur Arbeit und sagst, ah, komm mal, diese Wichser, komm, unser Bimbo ist da. Nein, in Deutschland applaudieren alle, wenn du gehst, so, wenn du rausgeschmissen bist. Richtig, ja. Alle so schadenfroh. Das ist Wahnsinn. Ja. Also bevor wir ein Fußball-Podcast werden, könnten wir eigentlich auch machen, aber dann würden wir uns auf die Fresse hauen, Nein. Lieber nicht, weil da sind wir komplett andere, verschiedene Ansichten, noch schlimmer wie bei MMA. Aber was soll ich sagen? Ich will nicht sagen, dass du keine Ahnung hast, aber... Ja, komm, sag doch. Du liegst oft an der falschen Seite. Genau. Ja. Machen wir einfach weiter. Ich würde sagen, wir haben eigentlich auch fast eine gute Stunde geredet. Ja, Octagon am Wochenende, zieht euch das rein, wird cool, schreibt eure Tipps in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, folgt überall rein auf TikTok, auf Instagram, überall wo ihr wollt, kostet euch nichts und supportet es, checkt Veseletas und CBD Black Magic ab, mit Code MOM spart ihr dort maximal und sagt deine Worte, was willst du sagen noch? Nichts Besonderes, du hast eigentlich alles Richtiges gesagt. Versteht nicht falsch, wenn wir uns hier ein bisschen lustig machen mit Julian, aber wir verstehen uns in manchen Hinsichten einfach nicht. Und nein, Joke. Genau, bleib auf jeden Fall alle gesund, weil ich schon ein bisschen angeschlagen bin. Pass auf euch auch bei dem schönen Wetter. Genießt trotzdem
Und ja, wir werden uns auf jeden Fall Octagon reinziehen und werden nächste Woche darüber diskutieren und drüber lachen, wer recht hatte und wer kein Recht hatte. So wie ihr das schon mal kennt, wird auf jeden Fall mal wieder ein bisschen lustig sein. Ja, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Folgt gerne, lasst Abo da und bleibt gesund. Wir sehen uns bei nächster Folge wieder aus. Hau rein. Abschiedsfaust.